Für die hier vorgestellte Ursa Mini Pro gibt es diverses Zubehör von Blackmagic, wie zum Beispiel den Sucher, den Studiosucher, den entsprechenden Schulteradapter und den Poweradapter, wo man dann alle möglichen Akkus dazu packen kann. Was es von Blackmagic nicht gibt, ist eine passende Optik. Hier auf der NAB Show werden dementsprechend passende Optiken vorgestellt, die also typischerweise mit EF-Mount, wie jetzt hier, ausgestattet sind. Oder man hat ja bei der Ursa Mini Pro tatsächlich auch die Möglichkeit, den Mount zu wechseln, nämlich auf PL-Mount oder auch auf jetzt neu Canon F-Mount. Auf die Art und Weise hat man tatsächlich ein ganz großes Spektrum an Objektiven zur Auswahl. Man muss aber berücksichtigen, dass wir ja schon festgestellt haben, dass wenn ich jetzt irgendeine Optik mit EF-Mount oder was auch immer für einen Mount, zum Teil auch mit Adapter, da drauf schraube, dass ich vielleicht eben nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit der Kamera voll ausnutze, zum Teil auch mal etwas komische Bildeffekte bekomme. Und wir hatten vor kurzem einen Test gemacht, in einer Testreihe mit verschiedenen Objektiven, wo wir vor allem Fotoobjektive gegen Videoobjektive getestet haben. Und da hat uns Sukina in Form von Alex hier unterstützt mit ein paar Optiken für diesen Test. Und es war also ganz erstaunlich zu sehen, wie groß in der Qualität die Unterschiede dann eben sind, wenn ich statt einer preiswerten Fotooptik eine Videooptik einsetze. Und jetzt haben wir hier auf der Kamera gerade mal ein Makroobjektiv. Alex, was kannst du uns zu dem Objektiv sagen? Ja, hallo erstmal und schöne Grüße aus Las Vegas. Diese Optik ist eine 100 mm Makrooptik, bis ein Abbildungsmaßstab, maximalen Abbildungsmaßstab 1:1. Es ist eine bewährte optische Konstruktion in einem sehr wertigen Cinema-Housing. Ne? Ja, was gibt es noch zu sagen? Mindestentfernungseinstellung ist, glaube ich, hier noch unter 30 cm. Wunderbar. Man kommt für ein Makroobjektiv natürlich nah ans Objekt ran. Wie ist es denn mit dem Lichtkreis? Auf was ist der denn gerechnet? Der geht bis zu Vollformat. Also man kann ihn sogar bis zu Vollformat verwenden. Das ist kein Problem. Ja. Wir haben gesehen, dass es bei Tokina verschiedene Objektive gibt, die jetzt auch vom Lichtkreis her auf Super 35 mm angepasst sind. Also eigentlich optimal hier für die Ursa Mini Pro. Was für Objektive sind das? Das ist zu einem das 1116 T3 und das 50-135 ebenfalls T3. Ne? Super 35 APS-C maximal kompatibel, ja. Das heißt, wir haben hier Objektive mit entsprechend EF-Mount standardmäßig, wo der Lichtkreis eben genau passend ist, also eben jetzt nicht Vollformat, sondern etwas kleiner für Super 35 mm, wie wir es bei diesem Sensor hier haben. Und die Besonderheit, wir haben einen Weitwinkel-Zoom mit einem relativ kleinen Brennweitenbereich. Ne? Du hast gesagt, was für eine Größenordnung war das? Das war 11 bis 16 mm mit der T3-Blende, ja. Also eigentlich schon kompakt. Halt sehr kompakt, sehr gut zum Mitnehmen, also, aber eben halt das, ich sag mal, den Cinema-Komfort an den Objektiv. Ja, ja, ich denke, beeindruckend ist, ich habe ja in vielen Umfeldern habe ich Festbrennweiten, die ich dann einsetzen kann, wo ich auch entsprechend gute Lichtwerte habe. Hier habe ich eigentlich einen guten Kompromiss. Ich bin trotzdem relativ lichtstark mit einer Anfangsblende von 3 und habe dennoch hier die Möglichkeit eben zu zoomen. Ist ja oft so, in einer bestimmten Situation muss ich den Ausschnitt, den Bildausschnitt etwas anpassen. Ja. Das gelingt mir damit. Absolut, absolut. Das ist ein kleines, super kompaktes Standard-Zoom, was eigentlich in jede Tasche mit reingehört. Und also wir haben es gemessen oder wir haben es eben wirklich getestet im Vergleich mit Fotoobjektiven. Signifikant ein besserer Bildeindruck. Es gab zum Teil ein bisschen merkwürdige Effekte, die auf den ersten Blick nicht aufschauen, die sich oft in einem Motiv auch verlieren, aber wo man in Flächen eben dann doch tatsächlich feststellen konnte, dass die Wiedergabe des Bildes hier signifikant störungsfreier ist als bei einer Fotooptik. Wo sind wir denn preislich bei dieser kleinen Zoom-Optik? Bei der werden wir circa, ich sag mal, bei 1300 im Verkauf, also empfohlenen Verkaufspreis. Plus Mehrwertsteuer. Mhm, gut. Und jetzt sehen wir hier daneben eine deutlich größere Optik mit einem auch größeren Zoomumfang, 50 bis 135 mm. Wo bewegen wir uns preislich ungefähr da? Ja, da ungefähr bei 3,5, sag ich mal, so roundabout. Ja. Und das sind jetzt alles Optiken, die sind natürlich nicht elektronisch bedienbar, sondern sind mechanische Optiken. Wir haben überall eine 0,8er Zahnung. Das heißt, wenn man mit einer entsprechenden Fokussteuerung arbeiten will,
dann kann ich mit einem Follow-Focus, mit einer 08er Zahnung im Prinzip alle drei Objektive, wie sie jetzt hier stehen, steuern. So ist das, absolut. Das ist eine Standard 08er Zahnung für Zoomring, Blende, Entfernungseinstellung, wie gehabt. Jetzt wird hier auf der NAB-Show wird auch ein bisschen ein Ausblick gegeben in, ich sage jetzt mal, noch eine Klasse drüber. Es gibt eine Neuvorstellung von Tokina. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das gibt durchaus eine ganze Reihe Neuvorstellungen. Und zwar hat Tokina eine eigene Entwicklung, also keine adaptierten Fotolinsen gemacht, und zwar vom Prime Lenses. Das besonders Erwähnenswerte, was ich, lass mich das mal so salopp sagen, wirklich gut finde an den Objektiven ist, es ist nicht nur eine komplette Eigenentwicklung, es ist wirklich, sie haben da viel, sag ich mal, Liebe und Arbeit da reingesteckt, dass dieses wirklich auch vom mechanischen Housing sehr hochwertig gemacht worden sind, und das ist ein, die leuchten den großen Vista Vision Bildkreis schon aus, also das heißt, die alle haben einen Bildkreis von 46,7 mm und sind 8K tauglich. Wow. Ja, das ist also wirklich auch eine Optik für die Zukunft sozusagen. Mit dem größeren Lichtkreis, das ist ja jetzt noch eher untypisch, aber es gibt eben erste Kameras, die das haben, wie zum Beispiel die Red, die entsprechende hochauflösende Aufnahmen machen kann und eben... Panavision ebenso, also Red, Weapon 8K und so weiter. Also es wird ein Thema werden, mehr und mehr ein Thema werden. Wir sind dabei schon gewartet. Was hier auch eben halt sehr interessant ist, dass Tokina zwei neue Objektive vorgestellt hat, die das Line-Up vervollständigen werden. Also verfügbar sind 35, 50, 85 mm. Neu hinzukommen werden noch ein 18-1,5 und ein 25-1,5. Und ich denke, da hat man wirklich, also wirklich ein ganz tolles Line-Up, ein ganz tolles Set. Das ist wirklich sehr mit sehr hochleistungsstarken Objektiven. Ja. Und was für Blendenwerte haben wir hier? Also wo fangen die an? Die haben alle durchgehend T1,5. Also unabhängig von der Brennweite 18, 25, 50, 35, 50, 85 werden alle 1,5er Blenden haben. Ja, und also ganz beeindruckend. Ich hatte vorhin schon mal so ein paar Optiken in der Hand. Der lange Fokusweg, den wir hier haben, wo man also wirklich sehr feinfühlig entsprechend einstellen kann. Das zum einen. Zum anderen, wie du schon gesagt hast, die Verarbeitung, das macht natürlich Spaß, so eine Optik in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig ist man auch ein bisschen vorsichtig damit, man hat schon eine Menge Glas hier in der Hand. Und es ist ein einheitliches Housing, wie du gesagt hast. Das heißt, gerade wenn man jetzt das Set hat von mehreren Optiken, dann muss man auch nicht irgendwie umbauen, weil die alle den gleichen Formfaktor haben. Ne? Genau, exakt so ist das. Auch mit einer Standarder 08er Zahnung, also alles wie gewünscht und gewohnt, sage ich mal so. Ne? Ja. Also preislich sind wir da in einer ganz anderen Schiene, das ist klar. Wenn das jetzt 8K-Linsen sind, wo bewegen wir uns da pro Optik ganz grob ungefähr? Ja, da werden wir so anfangen. Also sie haben nicht alle die gleichen Preise. Sie werden sich ab, ich sag mal so 4.500 € netto anfangen werden, bis voraussichtlich 6.000 € sich bewegen, ne? Ja, in dem Bereich. Okay, also das sind jetzt Optiken, die standardmäßig für PL ausgelegt sind, wo ich aber auch, glaube ich, den Mount wechseln kann, wenn ich das möchte. Damit sind wir ein bisschen wieder bei der Ursa Mini Pro. Da ist es ja auch so, dass ich mit PL-Optiken arbeiten kann, sobald ich den Mount gewechselt habe. Man sieht also, es gibt ein großes Spektrum an Optiken im professionellen Sektor, um eine Kamera wie die Ursa Mini Pro entsprechend auszustatten. Und ich glaube, also aus unseren Tests heraus muss ich auch wirklich sagen, man sollte so eine Kamera, wenn die in einem Preisbereich liegt von etwa Größenordnung 6.500 € mit Steuer, dann sollte man vielleicht auch Objektive nehmen, die dann nicht ein Zwanzigstel oder ein Zehntel davon kosten, sondern vielleicht, mal mindestens die Hälfte. Ja, auf alle Fälle, das macht Sinn. Also man darf nie vergessen, ne, das Objektiv macht die Bilder, nicht nur die Kamera. Ne? Das spielt auf jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle. Und ja, ich bedanke mich für den Einblick hier auf die, für die Optiken von Tokina. Tokina wird dieses Jahr auf der Digitalschen-Messe auch erstmals mit dabei sein, sodass man die Möglichkeit hat, mal die Optiken in die Hand zu nehmen. Wir werden auch irgendwie ein kleines Special machen, wenn man vielleicht eine kleine Kombination aus verschiedenen Optiken nimmt, da schauen wir mal, da gibt es vielleicht auf unserer Webseite dann mehr dazu. Ja, vielen Dank und weiterhin eine schöne NAB-Show. Danke, dir auch. Danke euch auch. Und wir freuen uns auf eure Messe, auf alle Fälle. Prima, danke.